ihr mal wieder so ein paar mehr Vlogs aus meinem normalen Leben sehen. Heute ist es soweit. Es ist kurz vor neun. Ich habe nicht so gut geschlafen, weil ich mir wieder so ein paar Gedanken gemacht habe über die ganzen Projekte, die in den nächsten Wochen und Monaten so anstehen. Unter anderem eben die Longboard-Tour. Und dafür muss ich jetzt auch was machen. Wir nehmen zwar gleich das Lucky Block Battle auf, nur mit einer guten Stunde. Aber davor geht es nochmal laufen. Meine Kondition ist nämlich gar nicht mehr gut. Und wenn es dann auf Longboard-Tour geht, 3000 Kilometer durch Europa, dann muss jeder fit sein. Deswegen, jetzt! Ja, also wir sind ready, wir spielen heute... Ready. Sind wir ready, Leute? Können wir mal kurz, können wir noch kurz eine Testaufnahme für mich machen? Ja. Yeah. Also, alle einmal kurz reden, bitte. Oh yeah. Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Ido Bestedin und willkommen zum Lucky Block Battle. Das reicht auch schon, das hört sich super an, Leute. Vielen Dank dafür. So, Leute, mal kurz gemutet. Ich bin jetzt in der Lucky Block Aufnahme, wie ihr wahrscheinlich schon hören könnt. Der Lauf hat auf jeden Fall wieder gut getan. Ich habe jetzt vor einer guten Woche erst angefangen mit der ganzen Sache. Wollte es aber definitiv fortführen und ich zeige es auch deswegen hier im Vlog, damit ihr mich schön daran erinnert, dass ich nicht aufhöre zu laufen. Das ist zum einen natürlich einfach körperlich gut, ja, gesundheitlich gut und ich muss einfach Kondition aufbauen für die Longboard-Tour. Und es macht auch ein bisschen Spaß, muss ich sagen, wenn man so hier durch die Stadt läuft, vor allem hier in Köln kann man eben so am Rhein längs laufen, kann die Stadt sehen. Das ist immer schon gut und man fühlt sich den Tag über auch ziemlich frisch. Und gerade am Anfang, wo ich es jetzt mache, ich laufe wirklich zum allerersten Mal seit der Schulzeit laufe ich wieder. So, in der Schulzeit sind wir auch nur, wenn es halt Thema im Sportunterricht war, ein bisschen gelaufen. Ansonsten bin ich noch nie richtig gelaufen, so in der Freizeit oder so. Und deswegen, mal schauen, ist auf jeden Fall cool zu sehen, wie man halt echt direkt von Lauf zu Lauf sich immer weitere Fortschritte macht, dass es weniger anstrengend ist, man weitere Strecken schafft, schneller wird und so weiter. Deswegen, ja, ich führe es auf jeden Fall fort. Und jetzt muss ich aber erstmal zurück in die Aufnahme, jetzt ungefähr 2-3 Stunden lang das Minecraft Lucky Block Battle auf. Ey, yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Jeder Bizzetti und willkommen zum Lucky Block Battle. Und jetzt alle mal drehen. Ich verstehe nicht, warum ich auf diese Battle. Feiern! Okay, Leute. Wir müssen jetzt nochmal los. Oh, Licht an, ne, egal, so ist was. Ich habe nämlich noch ein kleines Interview und zwar mit der Handelsblatt Magazin. Mit dem Handelsblatt Magazin. Ja, mit dem. Und dann mit dem. Okay, Leute. Wir sind an der Location angekommen. Irgendein Hinterhof. Es sollen nämlich noch ein paar Fotos nebenbei gemacht werden und dafür brauchen wir ein kleines Studio und sowas gibt es hier. Hallo. Hallo. Ja, komm rein. Hi. Hallo. Bitteschön. Hallo. Hallo, Felix. Hi. Freut mich. Schön, dass es klappt. Ja, wollen wir erst noch ein bisschen quatschen? Die bauen noch ein bisschen. Ja, gerne, wie du möchtest. Ich hatte schon geschrieben, ich kenne die Lin irgendwie über Jugendklasse, aber es ist schon echt ewig her. Aus Pinneberg? Oder? Ja, ja, genau. Ich war auch mal bei dieser, Jugendpresse-Früh. Genau, ja. Ah, ja. Da war ich auch einmal dabei. Echt cool. Hab dann einfach so angefangen, hab studiert und YouTube weitergemacht und in der Zeit ist es auch immer weiter gewachsen. Es hat nie so den Punkt, wo es irgendwie so auf einmal explodiert ist, sondern es ist alles so langsam. Genau, so ein organisches Wachstum, aber es immer stärker wurde. Mhm. Und ich glaube, an dem Tag, an dem ich mein Abi-Zeugnis bekommen habe, habe ich 100.000 Abonnenten gekriegt. Hier raufstellen, richtig? Ja. Okay. Gut. Und manchmal sitzt man hier auch einfach nur ein bisschen schön auf dem Boden rum und wartet. Vielen Dank. Gerne. War cool. Mach ich auf jeden Fall. Spaß gemacht. Ciao. Ist gut? Ja. Zack, hier. Alles gut. Okay, hier ging's raus, ja. Also, hat mich sehr gefreut. Ja, ebenso. Vielen Dank. Ja. Wir hören voneinander. Ja. Und ja, weiter alles Gute. Und dann quatschen wir nochmal wegen der Tour, dass wir irgendwie einen Termin haben. Ja, aber vorher, cool. Vorher machen wir eh mit Zitaten und so. Musst du ein bisschen Longboard üben? Ich probiere das, ja. Dann fährst du mal so ein bisschen. Ja, ja.
Inliner konnte ich voll gut fahren. Ja, guck mal, du kannst auch mit Inliner mitfahren. Geht auch. Jetzt, weiß, jetzt steckst du drin. Ja, danke, bis dann. Ja, danke, ciao. Okay, zurück zu Hause, Leute. Schon ein bisschen länger. Auch jetzt ist es dunkel geworden. Ich habe noch ein paar Videos geschnitten, unter anderem eben die von heute Morgen. Aber ja, ihr habt es gesehen, Leute, ungefähr so läuft dann eben ein Interview ab. War auf jeden Fall mal wieder ganz interessant. So häufig mache ich das Ganze ja auch nicht. Aber man merkt halt immer, wenn der Interviewer es nicht nur macht, weil es ihm sozusagen aufgegeben wurde, sondern wenn er sich so ein bisschen für das Thema interessiert und so ein bisschen da drin ist. Und er will ja sogar mitkommen bei der Longmoto, hat er gesagt, der Journalist heute vom Handelsblatt Magazin. Will dann mal gucken, ob er vielleicht mal einen Tag irgendwie da mitkommt. Wir hatten ja schon bei der ersten Longmoto mal jemand vom Spiegel damals dabei, auf der Etappe von Hamburg nach Lüneburg, was glaube ich. Und so wird es immer witzig. Bei so Interviews schaut man halt immer so ein bisschen, dass man seine eigene Geschichte so, dass das Ganze auch natürlich auch irgendwie richtig rüberkommt alles. Weil man kann sich eine Stunde mit einer Person unterhalten und dann kann die eine Person wird das sagen und die andere Person wird das sagen, wird die Essenz aus dem Gespräch ziehen und jemand anderes vielleicht was ganz anderes so. Und deswegen ist das immer so, ist auch immer interessant, was dann sozusagen da am Ende bei rauskommt. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl bei der Sache heute gehabt. Ich glaube, das wird aber auch erst im Mai irgendwann rauskommen oder so, eben im Handelsblatt Magazin. Und bin mal gespannt. So Fotos auch mal wieder witzig dazu machen. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Fotoshootings, aber jetzt mittlerweile, wo man so häufig gemacht wird, so langsam gewöhnt man sich daran, ja. Dann weiß man ungefähr, wie man das Gesicht so ungefähr macht, aber es ist trotzdem immer wieder ein bisschen awkward, so, wenn man da irgendwie so irgendwelche Posen machen muss, dass ich irgendwo hinlegen soll oder keine Ahnung. Aber ich vertraue da immer drauf, dass das gute Fotografen sind, dass sie ein bisschen wissen, was sie machen und dass sie mich irgendwie halbwegs gut für ein Foto hinbekommen können. Ja. Das war ungefähr so mein Tag heute, ne? Ihr wollt ja mal wieder so einen Alltag sehen, ja? Ungefähr so läuft's halt, kann so ein Tag mal ablaufen. Es ist, wie gesagt, immer unterschiedlich. Das hat mich auch der Journalist heute gefragt. Das ist halt, teilweise hat man halt auch einen Tag, wo ich nur aufnehme und wo ich sonst nichts mache, den ganzen Tag nur da bin. Teilweise bin ich den ganzen Tag unterwegs, bin ich in einer anderen Stadt und mache irgendwas. Teilweise sind wir auf Reisen oder am Wochenende machen wir einfach mal gar nichts. Und chillen nur rum oder machen irgendwie, gehen ohne Kamera und ohne alles irgendwie mal Kart fahren oder was weiß ich. Da ist halt, es gibt nicht so einen normalen Tag. Viele haben mich auch gefragt, ob ich mir wieder so einen Tag im Leben von denen, was ich ja damals, als ich noch studiert habe, gemacht habe. Da war es echt häufig so, dass ich wirklich studiert habe, dann noch eben im Studio bei Y-Play war und was aufgenommen habe, dann noch meine eigenen Videos. Das war so relativ, das war glaube ich jeden Mittwoch damals so. Und ja, aber heutzutage ist es wirklich immer wieder unterschiedlich, was man macht jeden Tag. Aber trotzdem, vielleicht mal interessant für euch, so ein bisschen so einen kleinen Alltagseinblick. Und ich spiele noch ein bisschen mit. Wow! Okay, Leute, ja. Ich habe immer so ein neues Kameraspielzeug und ihr seht schon, es funktioniert nicht immer ganz, sobald man anfängt, so ein bisschen rumzuspielen. Aber ich glaube, es ist ganz cool. Ich muss mal schauen. Uap. Auf jeden Fall. Hier ist einmal kurz einkaufen, dann nehme ich das Ding auch nicht mit. Das ist einfach viel zu aufwendig für alles, aber man kann damit coole Kamerafahrten machen, Leute. Und ich liebe Kamerazeug. Ich bin immer am Rumexperimentieren. Und ja, wir gehen jetzt auch noch einkaufen. Ihr wolltet Alltag sehen, Leute. Ihr bekommt Alltag. Es geht in den Supermarkt. Einkauf geschafft, alles geschafft für heute, fast. Vlog muss ich noch 1, 2, 3 Stunden schneiden, aber dann haben wir es für heute. Das war der so ein Alltagsvlog. Ihr habt es euch ja gewünscht, heute gab es ihn. Falls es euch gefallen hat, drückt mal den Daumen nach oben, gebt ein bisschen Feedback unten in den Kommentaren und ich glaube, dann sehen wir uns am Dienstag schon wieder, das heißt in 2 Tagen ungefähr, wenn ich ihn rechtzeitig hochlade. Wahrscheinlich Freitag früh erst. Wir sehen uns auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut, ciao.